but just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PvP Video auf meinem Kanal, mal außerhalb von Minecraft Monday. Morgen kommt ja sowieso auch wieder eine Folge Minecraft Monday, wo wir PvP spielen, wo ihr eine PvP-Folge zu sehen bekommt. Lass mich kurz den hier mal umbringen. Ich sehe nichts. Wo ist er? Da, ich habe einfach blind draufgeschlagen. Und die nächsten vielleicht auch gleich noch hinterher. Oder haben wir nicht so viel Glück? Doch, haben wir auch noch. Alter, 2 Kills instant. Jetzt muss ich mich aber erstmal hier zugraben. Ich muss erstmal ein bisschen raggen. Alter, war das gerade knapp. Guck mal, da unten ist der nächste Typ. Deswegen, ich wollte dieses Video dafür nutzen, um 2 kleine Themen anzusprechen. Aber ich muss mich jetzt erstmal ganz kurz in Sicherheit bringen. Da, die beiden, werden die fighten oder nicht? Fighten die oder nicht? Die werden... Ah, die suchen sich. Haben sich gefunden? Ah, Inventar-Drop. Jetzt haben sie sich gefunden. Okay. Gut, ich wollte 2 Themen ansprechen. Zum einen wollte ich ansprechen, dass ich ja jetzt Let's Player des Monats geworden bin beim Let's Player Support. Ihr konntet ja abstimmen. Ich habe da ja ein Ankündigungsvideo gemacht, dass der Let's Player Support mich und 3 andere Kanäle gewählt haben oder halt ausgewählt haben zur Wahl. Let's Player des Monats Juni. Da konnten die Zuschauer abstimmen und ich habe ganz knapp vor dem Absolut PS4, das war mein stärkster Konkurrent, gewonnen. Ja, ich habe mehr als 100 Votes gehabt. Ich frage mich, wo die Votes alle herkommen. Also, ich war echt sehr erstaunt. Ich habe auch viel Werbung da gemacht. Ich habe das Infovideo dazu gemacht. Dann habe ich noch ein paar Freunde angeschrieben. Aber das ist ja nicht verboten. Das hat ja der Absolut PS4 zum Beispiel auch gemacht. Ist ja total egal. Da sage ich ja auch nichts gegen. Und ich wäre auch ein fairer Verlierer gewesen. Ich hätte dem jeweiligen Sieger gratuliert. Wahrscheinlich Absolut PS4. Ich möchte auch nochmal Werbung machen für die 3 anderen Kanäle, die es jetzt leider nicht geworden sind. Ich habe da auch mal auf den Kanälen vorbeigeschaut. Die machen ebenfalls hochwertige Videos. Sehr unterhaltsam. Von der Qualität her ebenfalls spitze. Also super Audioqualität, super Videoqualität. Und man merkt auch wirklich, dass sie mit Spaß dabei sind. Also ich sag mal so, huch, was war das denn? Eine Explosionskiste, nee, eine Fake-Kiste, eine Redstone-Kiste, genau. Es hätte jeder verdient gehabt. Also ich bin mal so sportlich fair, auch wenn ich verloren hätte, auch wenn ich letzter geworden wäre, ich wäre auch so sportlich fair gewesen, hätte dem Sieger gratuliert, so wie es sein soll. Hat der Absolut PS4 ja auch gemacht und der Rylogy, glaube ich, ne, so heißt er, hat mir ebenfalls fair gratuliert. Und deswegen, ich denke auch in so einer, oder in so einem Voting geht es ja nicht um Leben oder Leben und Tod, sag ich mal. Ich meine, das ist ein Wettkampf. Den kann man entweder gewinnen oder verlieren. Ich habe ihn jetzt Gott sei Dank gewonnen. Da bin ich sehr froh drüber. Ich danke auch jedem einzelnen. Ja, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geherzt. Warum antworte ich nicht mehr? Weil ich gerade in der Aufnahme bin. Hat er bestimmt gerade gemerkt. So, hier sneakt irgendjemand. Wo sneakt er denn? Wo ist da? Sneakt da. Der hat auch gerade einen Trank genommen. Aber das ist meiner. Zack. Abgestaubt. Da kann ich mich gleich mal hochleveln. Haha, hochleveln. So. Zack, zack. 10 Erfahrungsfischen. Oh, sehr nice. Das brauche ich irgendwo. Was brauche ich denn jetzt? Jetzt bräuchte ich noch einen Erfahrungstisch natürlich. Nein, genau, ich brauche einen Erfahrungstisch, wo ich meine Erfahrungspunkte loswerden kann. Einen Zaubertisch bräuchte ich jetzt mal. Genau, jetzt bin ich wieder voll vom Thema abgekommen. Also ich hätte mich, wie gesagt, für die 3 anderen ebenfalls gefreut. Jetzt freue ich mich natürlich, dass ich es geworden bin. Danke jedem einzelnen von euch, der gewotet hat. Und schaut auf jeden Fall auch bei den 3 anderen vorbei. Ich verlinke die mal unten in der Videobeschreibung, dass ihr euch auch mal die Videos anschaut. Es lohnt sich wirklich. Und jetzt werde ich mal kurz, wenn ich Zeit habe... Das ist Inventarchaos hier. Hä, wo sind meine ganzen Sachen? Achso, ist ja nur Inventarchaos, nicht Inventardrop. Das ist ja was ganz anderes. Wenn ich jetzt kurz Zeit habe, würde ich dem mal antworten. Ich antworte dir mal kurz. So, alles erledigt. Weiter geht's. Jetzt können wir mal gucken, wo er ist. Ich habe leider keinen Kompass, wir sind ja nur noch zu zweit, ne? Ja. Der Alien Blider. Waffenaufwertung. Oh, Eisenschwert. Hier muss er irgendwo sein. Ich habe ihn noch gerade graben gehört. Oder bin ich das? Ne, das bin ich. Nein, das ist er. Da ist er doch. Hi. Lass mich kurz die Runde gewinnen, dann werde ich noch kurz... Oh, jetzt leckt es gerade. Übel. Was? Normalerweise ein halbes Herz, weil es bei mir kurz geleckt hat. Ist klar, ey. Natürlich leckt es wieder bei mir rum, wieder in der Aufnahme, natürlich, warum auch nicht. Naja, ist mir egal, ich wollte die Runde auch ernsthaft, egal ob ich gewinne oder nicht, auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber ich wollte das Video mal dazu nutzen, um euch erstens Danke zu sagen. So, jetzt fasse ich es nochmal zusammen, dass ich YouTuber des Monats geworden bin. Schaut bei den anderen 3 ebenfalls vorbei. Oh, das leckt ganz schön mit dem Sphax Ruby Craft eigentlich. So, eigentlich ein sehr zuverlässiges Ressourcenpack. Eigentlich sollte das nicht so lecken auf dem Gommes Server. Naja, also um das Ganze jetzt zum Punkt zu bringen, Dankeschön, schaut bei den anderen 3 vorbei, danke auch nochmal an den Let's Player Support, dass er mich mit in die Auswahl genommen hat zum Kanal
des Monats Juni, nicht Juli, wie ich ja fälschlicherweise gesagt habe. Und falls ihr das Video seht oder wenn ihr das Video hier seht, bin ich wahrscheinlich schon zurzeit in Österreich. Ich bin ja vom 10. Juli bis zum 15. Juli bin ich ja in Österreich. Ich habe aber trotzdem Videos für euch hochgeladen. Jeden Tag werden zwei Videos um 13 Uhr und um 14 Uhr erscheinen. Jeden Tag, denke ich mal, werde ich FIFA hochgeladen haben. Einmal dann im Wechsel halt mal eine Kanalvorstellung, mal kommen Feuerwehr 2014, die Simulation, was euch ja auch sehr gut gefällt, das freut mich ja. Und natürlich auch L.A. Noir habe ich auch hochgeladen, ja, wird auch in der Woche mal erscheinen. Vielleicht auch die ein oder andere Kanalvorstellung, muss ich mal sehen. Ich bin ja am Freitag wieder da, am Freitag werde ich dann wieder weiterschneiden, weiter aufnehmen, hochladen und so weiter und so fort. Auch in den Ferien, aber ich nutze jetzt diese 5 Tage einfach mal, um mich auch mal ein bisschen zu erholen, ja. Ich werde es trotzdem ein bisschen vermissen, glaube ich, aber ich freue mich auch, wenn ich dann wieder da bin und wenn ich dann wieder weiter aufnehmen darf und auch mit euch spielen kann, zocken kann. Das wird auch hoffentlich ein bisschen häufiger dann der Fall sein. Und dann, ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, viel Spaß, ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder da bin aus dem Urlaub. Macht's gut, ciao.